Herzlich willkommen hier bei CapTrader. Unser heutiger Gast ist Martin Görsch. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Hallo Martin. Ja, hi, hallo. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ja, sehr gerne. Wir starten ja hier mal mit den Interviews und ja, freuen uns, dass du der erste Gast bist bei uns. Aber wir kennen uns ja auch schon lange und deswegen wollen wir einfach mal beginnen. Martin, kannst du dich mal einmal kurz vorstellen? Ja, was machst du so und wer bist ja, du klar. eigentlich? Ja klar, Martin Görsch ist mein Name. Ich bin momentan 43 Jahre alt. Bin seit über 20 Jahren eigentlich an der Börse unterwegs, bin im Coaching ein bisschen tätig und ansonsten ist mein Hauptbereich tatsächlich der Handel, also sowohl auf eigene Rechnung als auch in Kundennamen quasi. Okay. Ja, und seit wann oder was hast du eigentlich vor der Zeit als Coach gemacht? Du bist ja Daytrading Coach, so nennst du dich ja auch. Was hast du davor gemacht? Gar nichts. Nein, ich habe natürlich auch irgendwann mal einen Beruf gelernt, so wie das fast alle gemacht haben, aber habe nie in meinem Berufsfeld gearbeitet, bin danach dann mehr oder weniger nahtlos ins Studium gegangen, habe Volkswirtschaft und Sinologie studiert, Chinesisch, habe dann auch 2 Jahre in Peking gelebt und habe in der Zeit des Studiums dann schon angefangen, an den Märkten zu handeln, ganz klassisch, wie man sich das so vorstellt, mit Aktien und bin dann über Optionsscheine, Zertifikate so dann so ein bisschen in diese geleveragte Richtung gekommen und ja, am Ende dann bei Futures und Options gelandet. Also so bist du dann auch zum Traden gekommen sozusagen? Ja, im Prinzip über eine ganz normale Aktienanlage, die mir dann irgendwann zu langweilig geworden ist, bin ich dann Richtung Trading gegangen. Okay, weißt du noch, was deine erste Aktie war, die du getradet hast? Nee, das kann ich echt gar nicht mehr sagen. Das ist so lange her und das war damals, waren das so Zeiten, da war das auch relativ egal, was man gekauft hat. Das ist eigentlich alles durch die Decke gegangen. Klar. Und von daher kann ich das gar nicht mehr so genau klassifizieren, was da wirklich die ersten waren. Aber ich habe früher, so wie das glaube ich viele haben, die anfangen, so einen ganz typischen Homebuyers gehabt. Also ich habe fast nur deutsche Aktien im Depot gehabt, ganz am Anfang. Ja, auch ja, das aus dem DAX wahrscheinlich, oder? Viel aus dem DAX, ja, kennt man ja dann auch alles, so ein bisschen MDAX-Werte so, und das war es dann aber eigentlich auch schon. Und jetzt heute ist das komplett in den Hintergrund gerutscht. Ich habe fast gar nichts für denn heute. Also du hast gerade erzählt, womit du angefangen hast, aber was ist denn jetzt dein Schwerpunkt eigentlich? Natürlich immer noch Aktien, ja, ist klar, für alles, was Investment ist, was wirklich langfristig ausgerichtet ist, bin ich komplett in Aktien drin, überwiegend aber US-Markt, fast gar keine europäischen Märkte mehr. Da bist du ja bei CapTrader genau richtig. Ja, deswegen bin ich ja auch bei CapTrader. Ja. Ja, und dann in dem ganzen Trading-Bereich bin ich mit Futures und Options unterwegs. Ja. Und da bist du ja Spezialist, was das Thema COT-Daten angeht, ja? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Was ist das? Ja, klar. Braucht man die Daten? Das ist eine ganz tolle Geschichte, weil wir haben darüber die Möglichkeit, in den Bereich der US-Future-Märkte tatsächliche Positionierungen einsehen zu können. Ja, und es gibt dann 2 große Klassen, in die die Trader eingeteilt werden. Das sind auf der einen Seite die Spekulanten, die auf Kursgewinne aus sind, und auf der anderen Seite haben wir die kommerziellen Hedger, die eben in diesem Produkt auch physisch arbeiten, die also ein großer Weizenbauer sind oder Coca-Cola, die Zucker an der Börse ankaufen oder so. Und die hedgen sich eben ab gegen Preisschwankungen und das machen sie über Futures und Optionen. Und wenn man diese beiden Parteien so ein bisschen lesen kann und weiß, was das bedeutet, wenn die große Positionen in die Long- oder in die Short-Richtung aufgebaut haben, dann kann man da sehr schön mit arbeiten und hat einen riesen Vorteil im Markt, der eben nicht preisgebunden ist, sondern der tatsächlich das darstellt, was gerade am Markt an Bewegungen passiert und was an Positionierung offen ist. Also irgendwelche Wendepunkte oder was? Oder? Die klassische Variante, COT-Daten zu verwenden, ist eine Erkennung von kommenden Trendwenden. Das heißt, wenn wir uns noch in einem Abwärtstrend befinden, zu erkennen, wann der Zeitpunkt da sein könnte innerhalb der nächsten paar Wochen, wann dieser Trend dreht langfristig und wieder in die Aufwärtsrichtung geht. Und man kann es natürlich, wenn die Trendwende da ist, auch trendfolgend benutzen, ja, dass man so lange einem Trend folgt, bis man wieder in eine Extrempositionierung reinkommt. Das ist also fürs Market Timing, fürs langfristige Market Timing und fürs Festlegen der Handelsrichtung ist das ein Riesenvorteil am Markt. Ja, ja, schon ein spannendes Thema. Ne? Ich meine, du gibst ja auch Seminare dazu, warst ja auch gerade erst Wochenende hier bei uns. Hatten wir ja gerade hier. Räumlichkeiten, wo wir jetzt hier sitzen. Ja. Ja. Also ich finde es auch echt mega spannend. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was sagen zu der Zusammenarbeit mit uns, mit CapTrader? Ja, ja, natürlich. Wie sieht die aus? Ja. Wie sieht die zukünftig gegebenenfalls aus? Ja. Also das, was wir ja schon lange machen, ist, dass ich für CapTrader Vorträge halte auf Messen. Da bin ich relativ häufig zu sehen oder auch immer wieder periodisch Webinare. Ja, wir bearbeiten ja auch so ein bisschen dieses Thema Commitments of Traders Daten.
Und gehen auch ja in Richtung Trading-Strategien, die man online gut vermitteln kann. Ja, sowas bringen wir ja auch. Und dann ja natürlich solche Geschichten wie die Seminare, die dann eben hier auch in den Räumlichkeiten stattfinden und auch viel den Kunden bei CapTrader helfen. Ja, das ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Ja, wir waren ja schon oft, ich sag mal, gemeinsam auf Tour, ne? Letztens noch auf der Invest in Stuttgart 2019. Ich meine, dieses Jahr ist ja leider ausgefallen, wie alle Veranstaltungen. Ja, schade. Ja, aber World of Trading in Frankfurt und so, da hatten wir ja schon viele tolle, interessante gemeinsame Veranstaltungen. Ja. Was sagst du denn zur Corona-Krise? Wo gibt es da Chancen oder auch besondere Risiken jetzt am Markt? Also ich glaube tatsächlich, dass die Chancen, die Corona-Krise uns geliefert hat, dass die schon durch sind. Ja, wenn man sich das anschaut, die Tiefs, die wir hatten Ende März, Anfang April noch, das war die Zeit, um Langfrist-Investments aufzustocken, um vielleicht den einen oder anderen Kandidaten günstig abzugreifen. Wenn wir uns jetzt schauen, wie sich die Märkte bewegt haben. Die Unternehmen, die von der Krise profitiert haben, ja, sowas gibt es ja auch. Also alle die stark online ausgerichtet sind, ja, viel im Cloud-Bereich, alles, was irgendwie übers Internet läuft, die haben arg profitiert. Und da haben wir sehr viele Werte, die schon weit über die letzten All-Time-Highs hinausgegangen sind, die schon ewig weit über die März-Hochs drüber sind. Die haben sich so ein bisschen totgelaufen, die Werte. Das war eine tolle Gelegenheit, die zu erwischen. Ich habe auch mein Portfolio so ein bisschen umgeschichtet in die ganze Richtung, was Corona profitieren könnte. Und die Unternehmen, die durch Corona sehr stark zusammengeprügelt worden sind, alles was Luftfahrtbranche ist, Reisebranche, Kreuzfahrten, ja, viel von der klassischen Industrie, die wir so haben, die liegen am Boden, haben sich aber von den März-Tiefs auch schon relativ weit wieder erholt. Ja, zum Teil 70-80% sind die von den Tiefs wieder gestiegen. Und wir sind jetzt momentan in einer Phase, die sehr, sehr schwierig wird, weil wir haben die Runner, die sich eigentlich totgelaufen haben, und wir haben die zusammengeprügelt worden sind, die sich schon wieder ganz gut erholt haben. Wenn wir aber den Blick mal über einen großen Teich werfen, die Krise ist noch lange nicht beendet. Ja, wir sind gerade jetzt in der Phase, wo es in Amerika höchstwahrscheinlich wieder losgeht mit partiellen Lockdowns. Wir haben viele Bundesstaaten da, die Zahlen überhaupt nicht in den Griff kriegen. Die steigen und steigen und steigen. Und von daher denke ich, dass auch diese ganzen Corona-geschädigten Unternehmen sich nicht weiter erholen werden. Die Runner, die können aber auch nicht bis zum Get-No laufen. Und ich befürchte, wir werden jetzt erstmal wieder in so eine rumpelige Seitwärts-Abwärts-Phase kommen. Das wird schwierig. Man sieht ja auch aktuell, die Volatilität ist ja immer noch hoch. Also im Vergleich zu den letzten Jahren, wo es ja im Grunde genommen bei geringer Volatilität langsam nach oben ging. Ja, absolut. Von daher ist das Risiko ja immer noch da. Ja. Das merkt man. Ja. Ja. Aber erstaunlich, dass wir doch natürlich bei den Hauptindizes am Allzeithoch sind. Ja? Also wie der Nasdaq zum Beispiel oder nahe am Allzeithoch. Ja, so erstaunlich ist es eigentlich gar nicht. Ne? Wenn man sich das anschaut, die Gewichtung der einzelnen Aktien in den Indizes. Ja? Wir haben eigentlich eine Handvoll guter Aktien, die extrem gut gelaufen sind, die eine brutale Marktkapitalisierung haben inzwischen. Und jetzt ist es in der Indexberechnung ja so, dass diese Werte momentan die Indizes bestimmen. Und dann hatten wir eine Phase, wo diese Werte nicht gut gelaufen sind, wo die sich so ein paar Tage seitwärts bewegt haben. Und das war die Phase, wo die ganzen Corona-Opfer sich sehr stark erholt haben. Und da hatten wir diesen Bereich Umschichtung von wenigen Großen in diese vielen Kleinen, die hohes Aufholbedarf hatten oder hohes Aufholpotenzial hatten. Und das hat dann eben die Indizes auch nochmal weitergetrieben. Ja, und jetzt sind wir so ein bisschen an diesem Scheideweg, das könnte kippen. Ja. Und schon alleine deswegen ist es eben immer sinnvoll, so ein Portfolio auch zu diversifizieren und vielleicht nicht nur Aktien long-only zu sein, sondern einen kleinen Long-Short-Ansatz zu fahren, vielleicht mit ein bisschen Put-Optionen zu arbeiten, vielleicht eine Optionsstrategie nebenbei laufen zu lassen oder halt diesen gesamten Bereich Rohstoffe, ja, was ich ja versuche mit diesen Commitments of Traders und Seasonals-Ansatz abzuarbeiten, weil die doch sehr losgelöst sind davon. Ja, die Korrelation zwischen den einzelnen Produkten, die bei mir im Portfolio liegen, die ist nicht besonders hoch. Ja, und dadurch kann man das alles so ein bisschen abfedern. Ne? Ja. Klar, bei uns gibt es ja alle Möglichkeiten, das zu tun. Ne? Also wir bieten ja alle Produkte an zum Handel und auch alle Strategien, ne? Oder auch Tools in der Trader Workstation, ne? Portfolio Analyst oder ähnliches, genau. Um dann das genauer oder intensiver zu analysieren auch. Ne? Ja. Gibt es etwas, was du Trading-Anfängern mit auf den Weg geben möchtest oder auch speziell erfahrenen Tradern? Gibt es da
Unterschiede? Also Trading-Anfängern würde ich eigentlich immer mit auf den Weg geben, wenn sie die Möglichkeit haben, sich irgendwo einen Mentor zu suchen, der ihnen ein bisschen zeigt, wie man an dieses ganze Geschäft rangeht. Es gibt nichts, was mehr Geld kostet, als unbedarft in den Finanzmarkt einzusteigen. Ja, das gibt es auch in keinem anderen Geschäftsfeld, dass es überhaupt möglich ist, ohne Einstiegshürden direkt irgendwo loszulegen. Und das auch noch, ja, genau. Und das bei dem großen Risiko, was wir da haben. Ne? Und, ich würde immer empfehlen, ganz klein anzufangen, kleine Wetten zu machen, kleine Trades aufzubauen und wirklich erst dann mehr Kapital da reinzubringen, wenn man merkt, okay, das funktioniert. Ich habe so langsam verstanden, wie das ganze Business läuft. Weil die Grundregeln sind einfach exorbitant wichtig und auf die kommt man meist nicht von alleine. Ja, und wenn, dann ist es ein langer Prozess, der viel Zeit und viel Geld kostet. Und wenn man jemanden an der Hand hat, der einen so ein bisschen in die richtige Richtung schiebt, dann spart das unheimlich viel Zeit und Geld. Und für erfahrene Trader, ich würde mal sagen, wer erfahrener Trader ist, der braucht eigentlich keine Tipps mehr. Weil ein erfahrener Trader besteht nur lange genug am Markt, wenn er auch weiß, was er da tut. Ja. Was ich für mich persönlich immer mache, ist, ich bilde mich immer weiter in verschiedenen Produkten. Ich schaue immer, was auf dem Markt so im Angebot ist. Und ich sage mal, ein klassischer Futures-Händler, wo ich ja auch eigentlich herkomme, der tut gut daran, sich vielleicht auch nochmal mit Optionen zu beschäftigen und Risiken nochmal ganz anders nachher managen zu können, ja, und andere Strategien fahren zu können, risikooptimierte Strategien fahren zu können und nicht eben immer nur Vollgas geben, ja, und eine Seite dann. Oder? Genau. Ja. Ja. Weißt du denn noch, was dein schlechtester Trade war? Ich habe so viele. Okay. Ich glaube, es ist bei jedem das Gleiche. Ja? Man hat sehr viele gute Trades, sehr viele schlechte Trades. Wenn ich jetzt mal zwei Beispiele raussuchen würde aus diesem Jahr, dann müsste ich ganz ehrlich sagen, mein schlechtester Trade war eigentlich gar kein Trade, das war eine Wette auf Wirecard. Das hätte ich mir mit meiner Erfahrung eigentlich klemmen müssen. Ja, aber irgendwie lässt man sich dann doch immer noch mal hinreißen. Und du warst da schon langfristig investiert oder bist du? Ja, ich bin tatsächlich eingestiegen, nachdem diese Bilanzzahlen da nicht so kamen wie erwartet und das Ding runtergerauscht ist auf 35 Euro von 100 innerhalb eines Tages. Es dann so aussah, als wäre das tief drin und wir wieder zurückgekommen sind, so in dem Bereich 50 Euro, da habe ich dann Putz verkauft. Das war teuer, ja, auf die Position habe ich 50% verloren, die musste ich dann nachher irgendwo bei 16, 17 Euro habe ich die dann wieder rausgeschmissen, als absehbar war, dass sich das Ding nicht erholt. Ja, danach kam immer mehr ans Licht, genau. Was da nicht stimmt. Ja, und da habe ich auch wieder was daraus gelernt, ja, man sollte nie denken, dass irgendwas unmöglich ist, ich hätte nicht damit gerechnet, dass so ein Fall im deutschen Aktienindex unter BaFin-Aufsicht mit Bilanzierungspflichten, ja. Und Jahresabschlussprüfungen, ja, dass das so etwas möglich ist, hätte ich nicht gedacht. Aber da hat man wieder was dazugelernt. Aber ich sage ganz ehrlich, auf der anderen Seite, wenn man sich die positiven Trades anschaut, ja, ich habe Mitte Mai diesen Jahres Vector IQ gekauft, Vector IQ Acquisition Company. Das ist eine Shell Company gewesen, die dann zu Nikola geworden ist. Und die habe ich bei knapp 18 Dollar gekauft, Mitte Mai, habe sie jetzt vor ein paar Tagen bei 72 Dollar verkauft und da liegt man dann eben mit 300% innerhalb von 5 Wochen auf der Gewinnseite und dann ist so ein 50% Verlust in der Wirecard auch mal zu verkraften. Ist alles möglich an der Börse, ja, in beide Richtungen. Es ist wirklich alles möglich. Eine Überraschung in jeder Hinsicht kann immer passieren. Absolut. Ja. Und da sollte man auch immer darauf vorbereitet sein. Meine Frage wäre halt gewesen jetzt, was war dein bester Trade? War das der jetzt natürlich in diesem Jahr? Das war in diesem Jahr, war das der beste. So, ich kann es gar nicht sonst so klassifizieren. Es ist, ich glaube, in dem Moment, wo man mit einem festen Trading-System arbeitet, ja, wenn ich in eine Position reingehe, dann weiß ich, was mein maximales Risiko ist. Das bin ich bereit zu verlieren. Und wenn das Ganze dann schief geht und ich verliere mein Risiko, dann ist das im Tradingplan mit drin. Das ist nicht mehr so, dass das für mich besonders schlecht ist. Schlecht ist es eben dann, wenn ich im Nachhinein sagen muss, okay, ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Bei Wirecard habe ich einen Fehler gemacht. Ja, das hätte ich nicht tun müssen. Bei den positiven Trades ist es genauso. Ja, ich weiß am Anfang nicht, welche Trades werden die Runner. Wenn ich es wüsste, würde ich den Rest weglassen, aber ich weiß es nicht, sondern das, was mein Ergebnis nachher bestimmt, ist mein Positionsmanagement, mein Trade Management. Und da ist ein hoher Gewinn, der wird im Prinzip genauso gewichtet wie ein kleiner Gewinn oder wie ein mittlerer Verlust. So, das ist am Ende, ist es egal. Für mich ist wirklich wichtig, was kommt netto am Ende des Jahres dabei raus.
Und solange das positiv ist, bin ich auch eigentlich gar nicht dabei, mir irgendwelche Beispiele rauszupicken und sagen, das war jetzt super, das war jetzt schlecht. So, sondern solange alles nach Regeln läuft und ins Risikomanagement passt, bin ich mit allem zufrieden, was kommt. Ja. Okay, hört sich gut an, dass du zufrieden bist. Ja, dann wäre meine nächste Frage, was magst du an deinem Job? Ja? Was liebst du an deinem Job oder was unterscheidet deinen Job von anderen vielleicht auch? Ich glaube, die zwei Dinge, die ich am meisten mag, ist diese wirklich punktgenaue Messbarkeit. Ja, ich bin für alle meine Entscheidungen selbst verantwortlich und ich steuere das, was da passiert. Ich habe keine externen Einflussfaktoren, die das irgendwie in die eine oder andere Richtung drehen, weil ich weiß, ich muss mich an die einzelnen Situationen anpassen und wenn was nicht gut läuft, dann ist das meine Schuld. Das ist Punkt eins und Punkt zwei ist diese absolute Freiheit, die ich habe. Ja. Ich arbeite überwiegend aus dem Homeoffice. Ja, und ich kann meine Zeit einteilen, wie ich will. Ich kann frei nehmen, wenn ich frei nehmen will. Ich kann arbeiten, wenn ich arbeiten will. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Und das ist eigentlich so das Größte für mich. Ja, und ich habe keinen Klotz am Bein. Wenn ich hier nicht mehr möchte, packe ich heute meine Sachen, sitze morgen irgendwo auf einer Insel und arbeite die nächsten 5, 6 Wochen von da. Ja, es spielt einfach überhaupt keine Rolle. Das ist so das. Wie ein Traumjob eigentlich. Ne? Für mich ist es ein Traumjob. Ja, ich weiß, dass es für viele ein Albtraum ist, der Weg dahin, aber es ist wirklich, für mich ist es die absolute Erfüllung. Ja. Wollte ich gerade sagen. Also, es ist ja schon ein langer Weg, dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Also ja, leider ist das so. Ich starte jetzt mit Trading und dann bin ich morgen sitze ich auf einer Insel. Leider ist das so. Verdiene mein Geld. Ne? Ja, ich weiß, dass die Vorstellungen in vielen Köpfen genau so drin sind. Aber genau das ist es eben nicht. Am Ende ist Trading genau wie alles andere auch ein Job, ja, der dafür da sein soll, ein Auskommen zu sichern, ja, der dafür da sein soll, möglichst ein kontinuierliches Einkommen zu produzieren und die Rechnungslast tragen zu können und fertig. Ja. Also ich sag mal, für die meisten professionellen Trader geht es auch nicht darum, jetzt irgendwie in ganz kurzer Zeit zum Millionär zu werden und irgendwann gar nichts mehr tun zu müssen. Ja, dafür mache ich das viel zu gerne, was ich da mache. Also ich mache das gerne kontinuierlich mit einem vernünftigen Risikomanagement und dann brauche ich auch keine Angst haben, pleite zu gehen. Gibt es eigentlich jemanden, der dich in deiner Laufbahn irgendwie besonders inspiriert hat? Also gibt es da einen, keine Ahnung, Hedgefondsmanager oder einen Trader oder irgendeine Persönlichkeit, wo du sagst, der hat mich oder sie hat mich besonders inspiriert? Bei mir war es tatsächlich Larry Williams, ja, weil ich über Larry Williams irgendwie an diesen Futures-Handel gekommen bin. Ich war zweimal in Amerika, habe mich da schulen lassen bei ihm. Und, direkt bei ihm persönlich? Ja, direkt bei ihm. Ja. Also das erste Mal in einer Seminargruppe. Ja, das läuft ein bisschen anders da als hier bei uns. Da waren wir in einem riesen Hotel mit 250 Leuten, die da saßen und sich das angehört haben, was der Großmeister da erzählt. Und dann danach nochmal so, um das einfach ein bisschen zu intensivieren. Und unheimlich viel, was aus dieser Zeit stammt, ist tatsächlich immer noch komplett in meinem Trading-Ansatz enthalten. Und deswegen ist das eigentlich die Person des Trading-Lebens, die mich am meisten beeinflusst hat. Ja. Welche Interessen hast du denn abseits vom Trading? Also du bist ja nicht ein Fulltime-Trader, der jetzt 24 Stunden wahrscheinlich nur vor dem Rechner sitzt, sondern sicherlich hast du ja deine Software oder Screener und so weiter. Was machst du denn so abseits des Tradings? Mehrere Dinge eigentlich. Also ich bin da recht vielseitig. Ich reise unheimlich gerne, ich fahre Motorrad, ich spiele Golf, ich spiele Billard. Ich habe auch in meinem Büro einen Billardtisch und das ist eigentlich so das, was ich gerne mache. Ich beschäftige mich gerne. Da kannst du dann auch gut abschalten. Da kann ich gut abschalten, ja. Ich kann aber auch hervorragend abschalten mit einer schönen Flasche Wein und den Grill anschmeißen draußen bei uns im Garten auf der Terrasse mit meiner Frau zusammen. Einfach mal nichts tun und mal das Leben genießen, so, das kann ich auch. Also, das ist sollte so meine ja, ich kann das nur empfehlen, klar. Ja, sollte man tun. Ja. Hast du denn ein bestimmtes Motto beim Traden, also was dich begleitet oder kann man das so sagen? Mein Motto beim Traden ist eigentlich buy high, sell higher. Ja, das ist so, ich weiß, bei den meisten ist es so buy low, sell high, aber ich bin ein großer Freund davon, Stärke zu kaufen, Schwäche zu verkaufen. Ja, zumindest im Trading-Bereich mit Aktien, bei Rohstoffen, das ist ein bisschen ein anderes Thema. Aber so sonst so ein richtiges Trading-Motto habe ich eigentlich nicht. Also so Momentum-Strategien oder Trendfolge-Strategien? Trendfolge, ja. Also meiner Meinung nach ist im gesamten Aktienbereich Trend und Momentum sind die beiden größten Vorteile, die man so finden kann am Markt. Ja, und dann findet man natürlich immer mal wieder irgendwo eine kleine Perle. Ja, die noch nicht so bekannt ist, die man sich dann schön ins Depot legen kann, wo vielleicht noch kein Trend und noch kein Momentum da ist. Na, aber
Ja, aber die letzten Monate waren natürlich perfekt dafür. Ne? Es ging, für Trendfolge waren die perfekt. Steil bergab und ja. Steil bergauf. Ne? Ja, wobei diese steil bergab Geschichte, die war für mich schwierig handelbar. Ich habe das gemacht in ein paar Börsendiensten mit gehebelten Produkten. Da hat es gut funktioniert. Da haben wir auch tatsächlich Ende März die Dienste auf neuen All-Time-Highs gehabt. In den Trendwechselphasen finde ich es sehr schwierig. Ja, und das ging so schnell. Und es kam relativ unerwartet, dass ich wirklich vom Trading-Bereich den gesamten ersten Teil der Aufwärtsbewegung komplett verpasst habe, weil ich immer der Meinung war, es kommt ein zweites Down-Leg. Wir sehen nochmal einen Leg, bevor es geht. Ich hätte nicht mit einer V-förmigen Erholung gerechnet. Also das war ja auch eine Situation, wo die Vola am größten war, ja. und die Angst am größten war. Ja, und da genau. Hätte man ja auch reingehen müssen, ja, um einen Tiefpunkt zu erwischen. Also ja, im Prinzip, ja. Kein Mensch, ja. Weil es hätte ja jeden Tag weitere 10% ja. fallen können. Ja, ich habe es auf den Investment-Depots habe ich es tatsächlich gemacht. In Werten, die ich schon im Depot hatte oder in Werten, wo ich schon länger auf der Lauer lag, habe ich die Chance gegriffen und habe ein paar Sachen aufgebaut. Aber es ist halt Investment, ja, und da ist es mir egal, ob das nochmal 15-20% weiter runterkommt. Ja, die letzten Prozente werden meistens schnell wieder zurückgeholt und dann ist man nicht lange unter Wasser. Aber vom Trading her ist es schon deutlich schwieriger gewesen da. Aber zumindest auch, nach meinem Handelsansatz. Ja, ich meine, ich sag mal, auf Tagesbasis, die Trends, die wir jetzt, über die wir, glaube ich, gerade auch gesprochen haben, die waren ja da oder genau. waren ja sehr extrem. Ja, aber genau. Intraday, wenn man sich mal den Dow Future mal als Beispiel ja. angeguckt hat, ja. der ist 1500 ja. Punkte, ist der ja. gefallen oder nachher auch gestiegen, ja. gegebenenfalls. Ne? Wenn man da dann auf keine Ahnung, 5 Minuten Zeitebene unterwegs ist, ne? Und, also da waren ja teilweise Trends, die gingen, ich sag mal, von morgens ja, bis abends in eine Richtung. Ja, richtig. Das ist ja. natürlich für Trader perfekt. Ne? Ja. Da wird man gar nicht ausgestoppt und ja, das braucht das Geld nur einsammeln. Ne? Richtig. Ja, wobei ich sagen muss, das ist gar nicht mehr so sehr meine Trading-Zeitebene. Ja, das hat sich wieder alles recht stark Richtung Swing-Trading verschoben, weil es viel weniger Zeit in Anspruch nimmt. Ja, und ich habe über die Zeit gelernt, dass dieses kurzfristige Trading sehr zeitintensiv ist. Vom Output her, den man bekommt, aber jetzt dem Swing-Trading nicht überlegen ist. Ja, und wenn ich das Gleiche verdienen kann, mit weniger Arbeit und weniger Zeit, die ich investieren muss, so, dann nehme ich lieber die Variante. Ja. Musst du deinen Namen noch ändern in Swing-Trading-Coach? Müsste ich eigentlich, ja. Aber... Ich bin sowieso im Coaching-Bereich gar nicht so sehr aktiv. Ich mache vielleicht einmal im Jahr ein Seminar. Und ansonsten mache ich gar nicht so viel, weil es auch einfach extrem zeitaufwendig ist. Ja. Gibt es denn noch Punkte, wo du selber noch was lernen kannst oder sagst, da möchte ich mich weiterentwickeln in bestimmten Bereichen? Ach, ich glaube, es gibt noch viele Punkte, wo ich was lernen kann. Ja. Ja, oder wo du was lernen möchtest, wo du sagst, in dem Bereich, das habe ich mir vorgenommen vielleicht. Ja, also ich verstärke immer mehr mein Engagement in etwas komplexeren Option-Strategies auch. Und das ist das, wo ich im Moment dabei bin, zu sagen, hey, da kann ich mit der Markterfahrung und mit dem Handelswissen, was ich habe, nochmal ganz andere Dinge aufbauen und noch Portfolios nochmal ganz anders absichern. Das ist das, was ist, wo ich mich schon noch reinhänge und auch noch ein bisschen was tue. Bin auch gerade dabei, mich auf eine Futures and Options Prüfung vorzubereiten für Amerika, okay. um auch auf den amerikanischen Markt Kunden bedienen zu können. Und da lerne ich natürlich auch nochmal die ein oder andere Kleinigkeit dazu. Ja, also alles weiß ich auch nicht. Okay. Ja, ist eigentlich lebenslanges Lernen. Absolut, es ist lebenslanges Lernen. Und wenn man sich die Märkte anschaut, wie die sich über die letzten 20 Jahre verhalten haben, dann haben wir eben auch ständig neue Situationen. Ja, es kommt immer wieder irgendwas anderes dazu. Ich meine, gerade im Moment... Wir haben Märkte, die stehen am All-Time-High während einer Rezession. Ich glaube, sowas gab es noch nie. Und das sind wieder völlig neue Situationen, auf die man sich als Händler auch einstellen muss. Ja, dass einfach Liquidität in den Markt kommt ohne Ende und dass dieses Kapital, was in den Markt kommt, am Ende auch irgendwo alles nach oben schiebt und alles an Wert erhöht. Und das wird eine ganz spannende Geschichte, wie jetzt diese Modern Money Theory in Verbindung mit den Inflationsraten wie das auf Dauer am Laufen gehalten wird. Ja, aber das ist eine neue Situation, sowas hatten wir noch nie. Und auch gerade in dem Bereich muss man sich immer wieder ein bisschen weiterbilden und gucken, was ist im Moment aktuell und was spielen die Zentralbanken. Ja. Das wird das spannende Thema für die nächsten Jahre, denke ich mal, bleiben. Mit Sicherheit, ja, mit Sicherheit. Ja, zum Abschluss muss man natürlich noch eine Frage stellen. Ja, warum ist CapTrader der richtige Broker? Das interessiert ja die Zuhörer, das interessiert eigentlich jeden. Ja, oder ja. Was zeichnet CapTrader aus?
Also ich kann das aus meiner Sicht, kann ich das ganz klar sagen. Es ist mit Abstand das größte Produktportfolio. Ich kann alles über ein Konto managen. Ich kann Aktien kaufen, ich kann Futures kaufen, ich kann Options handeln. Das ist für mich ein riesiger Vorteil. Es macht es auch sehr einfach, Aktienportfolios zu hedgen und Portfolios insgesamt abzusichern. Und auf der anderen Seite ist es bei mir natürlich genau wie bei jedem privaten Händler auch, die Kostenstruktur ist für mich auch wichtig und die ist bei CapTrader auch brutal gut. Ja, also ich kenne keinen anderen Broker, wo man für so wenig Geld US-Aktien handeln kann. Das ist das absolute Nonplusultra. Ja. Und deswegen bin ich bei CapTrader. Ja. Außerdem, für mich ist das jetzt gar nicht mehr so wichtig, aber für einen privaten Händler, glaube ich, dieser ganze persönliche Kontakt, der hier, ich kriege das ja mit, auch auf den Seminaren, der persönliche Kontakt, der besteht zwischen Kunde und Broker, das kenne ich so sonst auch nicht. Ja, es ist immer jemand da, der ansprechbar ist, der Support ist immer da und es wird niemand alleine gelassen, so, das ist schon ungewöhnlich. Ja, freut uns. Wir geben unser Bestes, dass das so bleibt. Ja. Aber deswegen arbeite ich mit euch und deswegen kann ich halt mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Ja. Was hast du jetzt zukünftig vor? Gibt es da Projekte noch, die im Raum sind? Ja, es gibt tatsächlich noch ein paar Projekte. Das, was für dieses Jahr ein bisschen größer ansteht, ist zum einen ein eigenes Managed Account im Bereich Futures und Options. Da arbeite ich dran. Da bin ich seit Anfang des Jahres dabei, die Performance aufzubauen. Da bin ich im Moment ganz zufrieden. Ja, wenn das so bleibt, dann wird das so ab Oktober, November, denke ich, wird das interessant und spruchreif. Und das zweite große Projekt, was ansteht, wir sind gerade dabei, einen großen Börsendienst aufzuziehen für US-Werte, Richtung Investment und Swing Trading. Es wird so beide Bereiche abdecken. Und da freue ich mich riesig drauf, weil es gibt so viele tolle Perlen im US-Markt, ja, die hier kaum einer kennt. Ja. Und da ein bisschen was zu machen und den Leuten das ein bisschen nach außen zu bringen, ja, das wird in Zusammenarbeit mit Finanzen 100 wird das laufen. Und da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass wir da so September, Oktober in dem Dreh starten können. Hört sich spannend an. Ja. Halt uns auf dem Laufenden. Auf jeden Fall, mache ich. Gut, ja, dann bedanke ich mich. Schön, dass du da warst. Ich mich auch, ja, und vielen Dank. Ich ebenfalls. Genau. Also, wenn es was Neues gibt, bleiben wir immer auf dem Laufenden und informieren alle. Machen wir so. Okay, danke für deine Zeit, Martin. Weiter sehr gerne. Erfolg an den Märkten. Ja, und danke auch. Ja, einen schönen Tag noch. Bis bald. Ciao, mach's gut. Mach's gut, ciao.